Also, herzlich willkommen zu den Stimmen nach dem Spiel. Ist immer ein bisschen problematisch, weil wir uns hier doppelt hören, aber ich denke, das funktioniert. Mit Marco Stiepermann, 3 Vorlagen, 1 Tor. Und Marc-André Kruska, 1 Tor, aber dafür oh, war schon nicht schlecht, oder? So, reden wir da mal gleich über das Tor. Ja, den Applaus lassen wir natürlich durchgehen. Reden wir doch erstmal kurz, wenn wir schon bei dem Tor sind, über das Tor. Sag mal, dann nimmst du den Ball an, denkst wahrscheinlich, wenn du nochmal vorspielst, irgendwo ist Abseits. Haut man da einfach drauf oder? Ja, in der Situation auf jeden Fall. Also ich konnte nicht lange überlegen, habe das Tor, leere Tor gesehen und dann einfach reingehauen. Hat's geklappt? So, wie viel Abendessen musst du jetzt ausgeben? Wie viel Kästen Bier musst du in die Kabine stellen? Ich glaube gar keine. Kriegst du lieber einen, wa? Sehr gut. So, zum Spielverlauf. Marco, du hast 3 Vorlagen gemacht, hast ein Tor gemacht. War ja alles großartig. Wenn man jetzt mal nach dem Spielverlauf geht, 3-0 gespielt. Rudi Bommer sagt gerade, die Jungs können ruhig die Brust mal rausnehmen. Jetzt macht's doch wenigstens, wenn es der Trainer sagt. Sonst gibt's noch 2 extra Runden auslaufen. So machen wir das. Also, nach dem 3-0 ist es ja so ein bisschen, ja, kam ein bisschen Ruhe rein. Dann kam direkt dann der Gegentreffer. Da hat man so gedacht, die Mannschaft ist so ein bisschen geschockt. Ach, ja, also wie gesagt, ich denke, wir haben einen super Start hingelegt. Haben dann ein richtig dummes Gegentor bekommen. Und wir wurden dann auch ein bisschen zusammengestaucht vom Trainer in der Halbzeit. Und ich denke, dann haben wir direkt nach der Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt und mit 2 Toren dann den Sack zugemacht. Am Ende stand es ja dann 5-1. Das erste Heimspiel gegen Paderborn war 4-0. Jetzt mal nur die Heimspielbilanz, 9-1 Toren. Das ist schon ordentlich. Sind wir jetzt wieder eine Heimmacht geworden, oder? Ja, wenn man saisonübergreifend sieht, denke ich, haben wir die letzten 3 Heimspiele auch schon gewonnen. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt 6 Spiele zu Hause ungeschlagen, haben alle gewonnen. Und ja, das ist ganz klar, dass wir zu Hause wieder eine Heimmacht werden wollen. Und es macht natürlich richtig Spaß zuzuschauen. Noch ein paar mehr Zuschauer, dann sind wir auch wieder der Hexenkessel da, wo Cottbus für steht. So, jetzt kommen 2 Auswärtsspiele, Aue und Kaiserslautern. Was muss sich denn da noch ändern, dass es auswärts genauso flutscht, ja quasi wie zu Hause? Ja, einfach so auftreten wie zu Hause. Also mit dem Selbstvertrauen, das wir dann an den Tag heute gelegt haben. Sehr, sehr offensiv nach vorne draufgegangen, den Gegner gar keine Möglichkeit gegeben haben, rauszuspielen. Ne? Und das dann auch auswärts auf den Platz zu bringen, dann, ich denke, dann werden wir da auch erfolgreich sein. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Es war die Auslosung DFB-Pokals, wurde Runde gegen Hoffenheim. Ist das so, wenn man das jetzt sieht, wie sie gespielt haben letzten Spieltag, sagt man, ja gut, im Pokal gibt es andere Gesetze, das schaffen wir schon. Oder wie geht man daran? Ja, ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe, gerade auswärts gegen Erstligisten zu spielen. Aber ich sag mal so, was gibt es für einen Fußballer Schöneres, als gegen eine Mannschaft aus der ersten Liga zu spielen und da den Gegner dann zu ärgern auch. Genau, und da erinnern wir uns ja gerne natürlich auch an das Auswärtsspiel in Wolfsburg. 3-0 war es da. Als nächsten Heimspielgegner haben wir am 16. September, Montag, den 1. FC Köln. Marco Stiepermann, wird das genau so ein ja, Torfestival? Man will es nicht übertreiben, aber kommen da wieder 3, 4, 5 Tore, oder? Ja, das wäre natürlich überragend. Aber ich denke, wir sollten jetzt echt von Spiel zu Spiel gucken. Und jetzt legen erstmal 2 wichtige Auswärtsspiele an. Okay, dann drücken wir euch viel Daumen. Wir wünschen euch viel Glück und drücken euch alle beiden Daumen natürlich. Freuen uns auf die nächsten Spiele mit euch, freuen uns auf die Stimmung und starke Freundschaft. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, schönes Restwochenende. Ciao.